Hallo und grüß euch, ihr Gefundenen da draußen. Und einen wunderschönen guten Vormittag, Mittag, Abend, Schrägstrich, Nacht. Und für alle, die es noch werden möchten, können, sollten oder es vielleicht sich überlegen, irgendwie zu tun, man weiß ja nicht. Ja, willkommen zurück in der wunderbaren Welt der Zauberei. Part numero duos, so wie Flipendo duos. Na du, hast du nicht duos. Wurscht. Wir sind wieder da, um neuen Spaß zu haben, weitere zauberhafte Abenteuer zu erleben. Und im letzten Part haben wir das Rattentonikum besorgt. Haben uns gegen eine fiese Ratte gewehrt. Haben es uns währenddessen dann selbst besorgt und ja, das ist so ein bisschen Na, Intro sagt man nicht. Hat keinen Zweck, es zu verschweigen, hat ein Recht, es zu erfahren. Die Wahrheit würde ihm schreckliche Angst einjagen, in Hogwarts ist es sicher. Wir glaubten ja auch, Azkaban wäre vollkommen sicher. Wenn Black aus Azkaban ausbrechen konnte, kann er es auch in Hogwarts einbrechen. Warum haben wir es gesagt? Er ist verrückt und glaubt, dass er mit dem Mord an Harry, du weißt schon wen, an die Macht zurückbringt. Da redet ihr über mich? Ich wollte nicht lauschen, aber ich hab's getan. Ich wollte, dass du es auf andere Weise erfährst. Nein, ehrlich gesagt, es ist besser so. Jetzt weiß ich, was los ist mit Doppel-S. Weiß er nicht. Der weiß weder, dass der sein Pate ist, noch, ja, also wir sind ja noch am Anfang. Harry, du hast jetzt sicher Angst. Ach so? Nein, Black kann doch nicht schlimmer sein als Voldemort, Beistrich oder Fragezeichen. Traurige Smiley, Hashtag Angst. Hör zu, ich will, dass du mir dein Wort gibst. Schwöre mir, dass du nicht nach Black suchen wirst. Okay. Okay, Herr Fachlehrer, Frau Flachlehrer. Tüdelü, so jetzt sind sie weit weggegangen und das freut mich. Da. In dem Köller sind Rotzen, Rotkoppen und Fledermäus. Und Spinnen. Und du hast keine Haarkopf. Du schaust aus wie ein Klobold. Du stinkst! Du schaust aus wie ein Klobold. Da bist du ja, Harry. Hast du das Rattentonikum? Achso, ja, hier. Danke, gleich geht es dir besser, Grenze. Was ist los? Du scheinst verwirrt zu sein. Ich habe deine Eltern über Black sprechen hören. Er will mich umbringen. Such bloß keinen Ärger, Harry. Kannst du dich nur auf Police kennen, mehr erinnern? Da hat es ja auch gegeben, der so geredet hat. Nein. Work. Ich suche keinen Ärger, Ron. Meist findet der Ärger mich. Bist du deppert. Rattentonikum wurde aus einem Hinterwärme entfernt. Was war's, hat denn der schon da mit der Aschenbecher auf die Augen? Ja, nix war's. Hermione! Hermine, wir haben uns schon gefragt, wo du steckst. In dir. Wurscht. Schön, euch wiederzusehen. Das ist mein neuer Kater Krumstbein. Ja. Du hast dieses Monster gekauft! Ist er nicht unglaublich? Hashtag OMG! Quick! Grenze hat höllische Angst vor diesem Biest, Alter, sind bloß vom Leib! Miau. Futter! Ja, renn in den Keller zu deinesgleichen. Futter! Ja. Bam. Grenze, komm zurück! Krummbein, komm zurück! OMG, das hat keinen Zweck! Wir müssen Grenze retten! Ich gehe, Krummbein gehört schließlich mir! Ich gehe, es ist meine Ratte! Ich suche auch mit. Stelle deine Gruppe zusammen, Ron oder Hermine, begleite dich so lange, bis du die Aufgabe gelöst hast. Jede Figur verfügt dir einen Zauber, die du mit L oder R hast, aufrufen kannst. Du kannst andere Gruppenmitglieder ausrüsten und mit Start ihre Statistik zurückgreifen. Du gelangst ins Hauptmenü. Irgendwie macht dann diese Redeort ziemlich curry. Es macht nichts. Harry und Hermine, geh in den Keller und suche Krumm. Und jetzt pass auf, Special Effekt. Bam! Harry und Ron. Geh in den Keller und suche nach Kretze. Dementsprechend, es ist eigentlich egal, was ich mir erinnern kann, weil es noch nicht so lange her ist, das auch noch. Beim Wonwon, Hashtag kennen wir sie aus, gell? Wonwon, oh Wonwon,
eng umschlungen. Der hat Alohomora. Und, nein, oder die Hermine hat Alohomora. Ja, Wonwon die Hermine, ja. Und der Wonwon hat... Weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Finden wir es heraus. Also wir suchen Krätze. Weil wer braucht die Katze, wenn er Rotz haben kann? Ich finde die Katze cooler. Ich finde die Katze cooler. So, und jetzt können wir auch wechseln. Schau, einfach einmal die Haare geil. Wow! So. Ich spüre aber trotzdem meistens immer, ja, einfach mit dem Hauptdarsteller. Also mit den, der Kerl mit den Aschenbecher auf den Augen. Genau. Wie viel Dioptrien hat Harry Potter? Sicher 14. Oculus Reparo. So, hier brauchen wir wieder Lö. Achso. Er hat Alohomora, was hat denn dann sie? Okay, mysteriös. Lomas! Hallo? Keller Level 2. Tropfender Essel? Ah, die Treppe ist kaputt. Wir müssen einen anderen Eingang suchen. Dann hat sie Oculus Reparo, dass sie die Treppe wieder repariert. Und mit denen aber zwei Wogel gestern. Oculus Reparo ist. Die Tür ist verschlossen, Rufzeichen. Der Fuck. Ich kann sie mit Alohomora öffnen! Aloho, Aloha! Alohomora kommt sicher aus Hawaii. Und das aus dem Jahr. Sie sind sicher heruntergelaufen! Vorsicht, Won, da unten ist es gefährlich. Die Schrecke von. Nimm einem Mann niemals die Ratte weg, sonst zuckt er aus. Grenze! Ja, gehen wir da her, dann. Pisch. Ich präg gleich. So. Fangen wir mal mit einem Ferdimilios an. Schauen wir mal, was es anrichtet. Gut, da können wir eigentlich ein Mana sparen. Und eigentlich theoretisch nur... Albino-Ratte. Ja, was ging Albinos? Krass. Kann man auch den ersetzen, oder? Weil wenn es bei beiden jeweils die Hälfte wegnimmt oder ein Stück mehr als die Hälfte, sparen wir somit Mana. Die klingen beim Abgang alle wie der Predator. Beim Abgang. Komischen Abgang. Der Predator. Oh, okay, gut, es ist doch nicht die Hüfte. Weil sonst müssen wir es dreimal einsetzen. Albino-Ratte greift an, 4 Schaden. Ferdimilios? Das wird jetzt zu. Ja. Tod der Ratte. Rat der Tote. Rat der Tote. One-Hit aber nicht, ne? Das geht ja nicht aus. Außer es ist ein kritischer Treffer, dann macht sie doppelten Schaden und das war ganz cool. Critical. Hast mich getroffen, bis besoffen. Seltsam. Besoffen. Das macht nichts. Du hast gewonnen. Aber bitte schau dir diese Pose vom. Yes, Level 4! Du hast gewonnen. Schau dir diese Pose vom Wonwon an, bitte. Du hast gewonnen. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. So. Wir haben. Du erhältst ungarischer Hornschwanz-Sammelkarte. Yeah. Wir dann einmal, ich hab's eigentlich immer so gemacht, dass ich mir zuerst den Boderhaare komplett ausgerüstet habe und dann erst die anderen Charaktere mal schauen, wie es da wird. Du bekommst jetzt mal einen Gürtel, dafür weniger Beweglichkeit. Weniger Beweglichkeit hast dann, dass man weniger ausweichen kann. Dafür kriegen wir eine Verteidigung. Weißt du was? Das ist aber gar nicht so lukrativ, oder? Nein, das geben wir in Wonne. Ja genau, der komische mit den roten Aschenbecherhaar. Ein seltsamer, ja. Komischer mit den roten Haaren. Wonwon bekommt den Gürtel. Ja, da macht die Bewegung nichts, weil der hat noch keine. So. Grenze, wo bist du? Wo bin denn du? Lumos! Ich finde cool, wie das mit Lumos da gemacht ist. Weil eigentlich siehst du ja nichts, eigentlich siehst du nur Umrisse, die ein bisschen eingeblendet sind. Und das wird immer kleiner, so wie. Egal! Eigentlich kann sie nur mehr aufgehen. Ha! Haben wir sie da verrennt oder kann man das eh weggeben?
Frage über Fragen. Bei der 5 EP. 5 Erfahrungspunkte. Danke, Hashtag! Er macht immer die komische Handbewegung. Dieses Ich bin entzückt. Ja, muss man, ich bin entzückt. Gut, ich bin entzückt, ist eher Wiki. Lödel, lödel, lödel. Ich will mit dir spielen. So, sie marschiert oben. Was gibt's hier noch zu entdecken? Nichts. Eine Nebel. Er hat ja gesagt, das ist neblig hier. Was sah? Der Flughund. Flughund und eine Fledermaus. Eine Lederflaus. Lederflaus. Hashtag Wash. Gut, Verdimilius auf Level 4, Level 2. Oder sind die alle Level 2? Schauen wir mal auf den Flughund. Müssen wir mal ausprobieren. Boah, Leiland. Das war ein Drittel jetzt. Das war nicht so früh, gell? Und was bringt ein Flipendo? Finden wir es heraus. Na gut, das wird eine Flipendo-Geschichte. Drei. Ja gut, jetzt hat er uns aber ganz schön Schaden zugefickt. Zwei. Na gut, sie kriegen jetzt der Anting weniger. Das heißt, wir töten einmal den Flugend. Stirb, tot durch Sterben. Tot durch Abhauen, in dem Fall. Und dann, weil wenn wir die Partie jetzt gewinnen, kriegt der Wonwon eher Level up und dementsprechend ist das eh ganz cool. Ist okay. Wir teilen ihren Schaden auf, das ist halt das Blöde, wenn's kriegen. Naja, wenn's aber nur auf einen gegangen hat, war der ja schneller down. Also so schlecht finde ich es gar nicht. Tod dem Flug. Aber ich glaube, das sollten wir schaffen. Mhm. Er kommt nur mehr einmal drauf, wurscht, wenn man angreift, der geht nicht down. Geht er down, der geht er down. Down, down, down. Down, down, down. Na geht so. Da, 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 da. Schau, viele Erfahrungspunkte. Und da ist er wieder voll. Und 12 Sickel. So. Haben wir noch eins? Na, ich denke schon. Boah, 4 Rot, 3 Rot gibt es nicht. Kann ich zählen. 3. Gut, der erste ist einmal ein Lulu. Jetzt da greifen wir, wenn wir logisch denken, ja. Jetzt greifen wir zuerst den ersten an, weil der kommt dann nicht mehr dran. Wenn wir den angreifen, kommt der erste nicht mehr dran. Du verstehst? Also den stärksten, ja. Nein, nicht den stärksten. Nein, den stärksten Zauber. Aber dann ist Mana weg. War gut. Wenn du das unbedingt so willst, dann zink mehr mal. Sind nur 18, noch 18 Punkte da. Ja, da geht 6 weg. Tod. 24. Na bitte. One Hit. Eine Rotkappe greift an. Ey. Ein wildes Rotkäppchen oder sogar 3. Hast du eigentlich die Zeit im Visier? Habe ich 13. Sehr gut. Jetzt weißt du, wie man immer vorkommt. Also wenn man daneben sitzt und zuschaut, kann man die Zeit ein bisschen im Auge behalten. Wenn man spielt selber, nimmt man es vor und dann vergisst man es. Und dann... Ja komm, wir gönnen uns den Spaß. Adins hat ja voll daneben gefailt. Aber es macht nichts. Na gut, die haben ja nur 20 Lebenspünktchen. Da waren die Flugviecher vorher. Dann können vorher wir es uns jetzt auf dann mit dem, weil jetzt kommen wir zweimal hintereinander drauf. Bei zwei Flughund und einer Fledermaus haben wir 18 gekriegt. Wie viel kriegen wir da? 15. Das ist auch in Ordnung. Das reicht uns nicht. Dementsprechend ein Level Up beim Ari sollte man doch erinnern und zusammenbringen. Es kriegen doch nicht beide die 15 Punkte oder teilt sich das auf? Nein, das kriegen beide. Ah. Oh, ein Rattler. Gut, das kann man nicht zerstören. Gut, jetzt haben wir dadurch das Kreis. Habin ist gut. Habin ist gut, Kreis, du bist so sicher. Sihali. Du erhältst schwarzer hybride Sammelkarte. So geil. Hybride. Allöhe Möhrer. Weißt du was, wir haben jetzt gerade ein Level up, dann darf man nochmal kämpfen, dann müsste ja der Wonwon auch irgendwann nochmal Level up. Ein bisschen. 25, die Rabino-Ratte, Albino-Ratte ist stärker. Schauen wir mal, jetzt machen wir ein Incendio beim Rattler. Gehen wir auf den, weil der geht dann drauf.
Ah, nicht ganz. Macht nichts. Dann machen wir das jetzt so. Und wir bringen im Prinzip alle um. Warum? Weil wir es können. Ich habe mir gedacht, wenn wir Menschen sind, machen wir das. Ach, war das gerade menschheitskritisch? Ja, aber das macht ja nichts. Bumst der Nazi. Na, da bumst der Nazi. So, das hat jetzt da, die haben mehr. Das heißt, wir nehmen da jetzt einen Verdi. Mit 10 geht sich das dann nicht aus. Schauen wir mal. Ich glaube, 12 haben wir so. Ah, gut, das ist weg. Tod der Ratte. So. Wir gönnen uns die Zauber. Ui. Ein Crit. Der 18 Schaden gemacht. So geil. So, Wonwon hat auch ein Level Up. Wir sind jetzt bei der Flow 5. Und 15 Sekal. So, jetzt wechseln wir zum Wonwon. Alle Hümmere. Alle Hümmere. Die damals schon solche. Die Wahrnehmung, also die ist ein Wahnsinn, also die räumliche Wahrnehmung. Aber für Gameboy spürst du das gut. Ich habe Krummbein gefunden, hast du Kretze schon entdeckt? Hast du? Ja, aber ich zeig gerade Schuld. Böser Krummbein, lauf nie wieder weg. Ja. Sonst wirst du gegessen. Ja. Na, würde ich auch hoffen, dass wir da ein bisschen gusch sind. Kommt raus, ihr Gauner! Wir müssen zum Bahnhof King's Cross, sonst verpassen wir den Hogwarts-Express. Den Hogwarts? Hogwarts. 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 Wir sollten schnell einen Platz suchen! Sonst geht das nicht! Fast! Ich meine, bitte schaut dir diese Animationen, wie wir da durch die Gegend schütteln. Wir sollten einmal Hobbit abbringen, zumindest einmal sagen, das war gefundene Games. Haben wir, ja. So, da sind ein paar Arschlöcher drin. Ah, so ist? Ah, ja. Was glaubst du, mit wem du sprichst? Wir sprechen nicht mit Gryffindors. Was tust du gerade? Und mein Favorit, wen haben wir denn da? Potty und das Wiesel. Macht ja nichts. So, da pennt einer, da krochen wir zu, weil das ist der Lupsi. Grüß dich! Lupsi, Lupsi. Das ist wohl sind wohl die einzigen freien Plätze. Wer glaubt, ist das? Professor R.J. Lupin, der neue Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste. Ich hab mal gesagt gehabt, aber schau, man wird schon langsamer draußen. Was ist los? Warum hält der Zug an? It is a nice train from you. Ein netter Zug von dir. Der Neville. Der Neville. Der lange Arsch. Hey, kannst du mal nicht finden? Hilfst du mir suchen? Wo hast du ihn das letzte Mal gesehen? Er wurde zuletzt beim Gepäckwagen gesehen, aber ich glaube, wir dürfen da nicht hin. Keine Sorge, Neville, wir werden ihn finden. Danke, ich warte hier auf dich. Der Moment, wenn alle bei Harry Potter irgendwie zurückgeblieben sind. Verschlossen? Geil. Das heißt, wir sind hinten und wir müssen nach vorne. Gibt's das Tür, ich hab's am Grün. Hab's mir nicht eingeladen. Alles machen. Die Schildkröte. Da ist eine, da sind noch mehr Witzlis. Oh mein Gott. Hashtag des Twitter mal. Ja? A Slytherin, a Gryffindor und eine Rabenklaue in einem Zug. Ja, leckwasch, was ist denn da los? Halt die Tür zu. Machen wir die Dementoren noch in dem Part? Jetzt sind wir bei 20 Minuten gerade beim 19. In etwa. Ein Stückel gehen wir noch weiter und dann können wir ja stoppen oder möchtest du nicht? Nein, passt schon. Wir gehen. Ich kann ja gerne noch 3-4 Minuten machen. Boah, da hörst du diese Sound. Animation. Ja, die Andariel kommt gleich. Ja. Da ist er. Ich schnapp ihn mir und dann. Wirst du nicht. Vereist das jetzt? Der Wanderer ist da, der Wanderer. Jetzt wird's kalt. Es ist ein Wanderer.
Harry! Nein, wir müssen die Tür verrammeln! Das wäre jetzt komisch gewesen, wenn du das Fair weglassen hast. Wir müssen die Tür rammeln. Gut, der Pumper da, ich gehe jetzt einmal einfach da her, weil warum nicht? Hallo? Ah, okay, funktioniert so. Boah, da haben wir Erfahrungspunkte bekommen. Hallo? Oh nein! Er ist drin! Machst denn du da? Achso, du hast zuerst ZZZ gesagt. Keiner von uns hier versteht Sirius, versteckt, versteht Sirius Black unter seinem Umhang geht. Okay, wenn er das sagt, dann mache ich mal einen Abgang, ne? Was war das für ein Wesen? Und was ist mit Harry los? Einer der Dementoren von Azkaban. Seine Anwesenheit hat bewirkt, dass Harry ohnmächtig geworden ist. Was können wir tun? Ron, besorgt etwas Schokolade. Woher warst du mein Name, hä? Damit wir Harry wieder aufpäppeln können. Bonbon! Und was kann ich tun, Professor? Ich liebe Sie. Lieber Freund, Hermine, such bitte den Zugführer und sag ihm, dass der Zug weiterfahren soll. Können wir uns jetzt wahrscheinlich wieder aussuchen, oder? Finde den Zugführer, hol Schokolade für Harry. Für was? Also was da mal? Ja gut, nach diesem Zug. Was denn immer? Nein, das ist ein guter Cliffhanger. Ich wollte gerade sagen, ja, wird's die Hermine oder wird's der Wonwan sein? Man weiß es nicht, aber eines wissen wir. Im nächsten Part kommen wir wieder. Deshalb. Grüß euch. Und Tüdelü.